Ich kann Ihnen sagen, das sind Schweinepriester. Wirkliche, riesige, große Schweinepriester. 95% meiner Ernte haben die weggefressen. Wer? Bleiben Sie mal dran. Ich erzähle Ihnen was über Schweinepriester hier in meinem Garten. Hören Sie die eigentlich? Da oben in der Hecke, da sitzen die. 20, 30, 40. Einfach nur Schweinepriester. Hallo und herzlich willkommen wieder bei Neusch im Garten.de/Blog und auf meinem YouTube-Kanal. Hatte ich mir doch in den Kopf gesetzt, Sonnenblumenkerne anzubauen. Pionierarbeit. Also einmal, um Kerne zu produzieren für Microgreens. Und theoretisch, wer das denn möchte, könnte man ja auch Öl draus pressen. Für Selbstversorger eine interessante Angelegenheit. Was meinen Sie, was davon übrig geblieben ist? Werfen Sie mal einen Blick drauf hier. So sehen die Dinge aus. Oder so sehen sie aus. Es ist unglaublich. Also ich frage mich allen Ernstes, wie es möglich ist, irgendeinen Sonnenblumenkern jemals hier an so einer Pflanze ausreifen zu lassen. Da verliert man echt den Spaß dran. Im ersten Teil hatte ich Ihnen ja gezeigt, wie ich die ganzen gepflanzt habe. Ich hatte ja zwei verschiedene Methoden benutzt. Ich habe einmal direkt gesät, einmal gepflanzt. Das ist auch alles prima gelaufen, bis die ersten Körnchen da drin erschienen. Also die habe ich gestern nochmal mit der Kamera betrachtet. Müssen wir gleich mal vergleichen. Die kommt nachher am Ende des Videos nochmal, wie viel da jetzt von weg sind. Und kaum waren die ersten Kerne da, die Vögel in Scharen. Will ich die mal sichern? Ich bin zwar nicht sicher, dass die voll ausgereift sind, aber da bleibt gar nichts von übrig. Reif oder nicht reif, mir bleibt echt keine andere Wahl, als diese Dinger jetzt irgendwie da abzuschneiden. Ich höre schon Piepen da oben in den Bäumen. Da bleibt kein Korn von übrig. Nicht nur, dass die teilweise die Körner da rausgeholt haben, die haben auch die ganzen Körner, die haben auch teilweise die Blütenstände, wie heißen die Dinger, weiß der Geier wie. Die sahen komplett aus der Ferne. Und wenn man dann genau hinguckte, hatten die teilweise nur die Innereien aus den Körnern da rausgepickt. Also nicht die ganzen Körner, sondern nur die Kerne davon. Noch so ein Exemplar hier. Ist das nicht erstaunlich? Also ich bin ziemlich sicher, vor zwei Tagen, wo ich hier schon mal war und habe den Kroh geerntet, waren die Körner noch da drin. Jetzt sind sie alle weg. Komplett leer. Oh wei, oh wei. Warum sind da eigentlich einige Sonnenblumen dabei gewesen, die weiße Körner produziert haben? Also die ist von der Entwicklung her genauso weit wie die anderen, aber hat weiße Körner. Wie auch hier. Aus unerfindlichen Gründen. Kennt sich da eigentlich jemand mit aus, wenn da noch hier die gelben Blätter dran sind, wenn die noch nicht trocken sind, sind die Kerne eigentlich dann reif, sind die keimfähig, sind die überhaupt nutzbar, ist da überhaupt irgendwelches Öl drin? Aber wissen Sie was, während ich jetzt hier die spärlichen Reste meines Sonnenblumenversuch-Anbaus ernte, schauen Sie sich mal an, wie sich diese Sonnenblumenplantage hier, 60, 70 Quadratmeter vielleicht, so gemacht hat, seitdem die Pflanzen da so gewachsen sind. Habe ich Ihnen ja im ersten Teil oben in der Infobox zu sehen, gezeigt. Sie gucken sich mal an, wie das so weitergegangen ist, und ich ernte weiter. Ja, da war die Welt noch in Ordnung. Die Pflanzen sahen kräftig aus.
die gesäten nicht so gut wie die gepflanzten, aber da war die Welt noch in Ordnung. Schön grün, saftig, gesund, die ersten Blüten da drin, die bald aufgehen. Ja, guck mal bei den anderen, die sehen ungleichmäßig aus. Und Sie werden nachher auch sehen, die Köpfe waren dann nicht so groß wie bei den anderen. Einige hatten mehrere Blüten, wobei die meisten von den Seitenblüten nicht besonders groß waren. Ach, sind das nicht satte Farben? Vielversprechend. Und die ersten Blüten gehen auf. Jetzt fängt der Spaß an. Die Insekten freuen sich, die Bienen, alles tummelt sich da auf diesen Sonnenblumenblüten. Und es wird von Tag zu Tag mehr. Ja, sie gehen auf, eine nach der anderen. Ach, ein toller Anblick. Und die Welt war immer noch in Ordnung. Gleich drei Bienen auf einer Blüte. Also rein optisch gesehen, eine tolle Kultur. Gehen wir mal wieder schauen. Noch sieht immer alles gut aus. Und nochmal gucken. Ach, ist das nicht toll? So ganz nebenbei. Ja, da ist eine umgefallen. Ist unwichtig. So ganz nebenbei, wenn ich mich recht erinnere, war das Anbaujahr das Jahr, wo hier bei mir das erste Garten-YouTuber-Treffen stattgefunden hat. Das Zelt und die ganzen Leute, die waren keine 5-6 Meter von diesen Pflanzen entfernt. Und selbst das hat die Vögel nicht davon abgehalten. In Scharen müssen die da aus den Bäumen rausgekommen sein, diese Flattermänner, ja, flatter du mal, diese Flattermänner, und haben sich da die Körnchen geholt. Jo. Das hätte schon eine ganze Platte Microgreens geben können. Und da fangen sie auch an. Und so ging das immer weiter. Jetzt war mein Ziel ja nach Möglichkeit, die Köpfe so lange an der Pflanze zu lassen, wie nur irgend geht. Weil das ist der natürliche Vorgang. Damit die richtig ausreifen und den richtigen Ölgehalt haben, sollten die an der Pflanze ausreifen. Aber das war definitiv nicht machbar. Immer mehr Körner verschwanden ins Nirvana. Oder besser gesagt in irgendwelchen Vögelbäuschen. Nein, jetzt kommen Sie mir nicht mit Damenstrümpfen. Das kann man machen, wenn ich nur ein paar davon habe. Aber wenn ich da jetzt einen Liter Öl von pressen wollte und hätte die entsprechende Anzahl Pflanzen, das macht keinen Sinn. Ich meine, so ein Sonnenblumenanbauer in Südfrankreich, wo dann später das Öl draus gepresst wird, der packt seine Blüten auch nicht in Damenstrümpfe ein. Das ist bis zu einem gewissen Grad ja machbar, bei wenigen, aber doch nicht bei einer Menge, die nötig ist, um daraus Öl pressen zu wollen. Ja, geh mal eine holen. Da hast du gleich mehrere mitgebracht. Verworfen. Verworfen. Ja, die auch nicht. Und das lohnt sich auch nicht großartig, was mitzumachen. Das hätte einen ganzen Sack Sonnenblumenkerne ergeben. Aber was dabei rumgekommen ist. Gehen wir mal die Karre holen. Retten, was zu retten ist. Aber da ist nicht viel zu retten. Ich meine,
ganz offensichtlich. Ist ja auch nicht nur so, dass die teilweise die ganzen Körner rausgefressen haben. Bei einigen sah das so aus, aus der Entfernung, als ob die Pflanze, als ob der Kopf noch voll wäre. Da haben die nur die Kerne aus den Schalen rausgeholt. Das ist mir zuerst gar nicht aufgefallen. Bei einigen die ganzen Kerne und dann den Samen rausgepimmelt und bei einigen, die haben sie aufgefressen und dann nur den Samen rausgezogen. Ist ja auch eine Frage des Erntens nachher. Selbst wenn die so unreif geerntet werden, die müssten ja dann noch trocknen. Und wenn sie versuchen, da später die Kerne rauszuholen, dann ist das enorm hilfreich, wenn der Kopf total trocken ist. Dann kann man die Körner ganz gut rausgrubbeln. Es wird ja noch einen dritten Teil dazu geben. Aber wenn die feucht sind, da fummeln sie sich dämlich dran, die da rauszukriegen. Ja, wieder einer weniger. Dafür haben die Sonnenblumen wenigstens einen großen Vorteil. Sie bringen viel Blattmasse, viel Pflanzenmasse. Gut für den Boden, viel organisches Material. Sehen Sie die Verzweiflung in meinem Blick? Hätte ich nicht für möglich gehalten, dass das so schwer ist. Da alles leer. Ich sag ja, Schweinepriester. Pfeffer hat man auf dem Boden. Unglaublich. Gut, die hätte ich mitnehmen können. Aber wie gesagt, so ein feuchtes Ding, das muss ja trocknen. Und das dürfte nicht einfach sein. Wir werden das ja im dritten Teil sehen. Ob die nicht vielleicht doch schneller schimmeln, als sie trocknen. Ja, die Gesäten sind kleiner, auch die Köpfe sind kleiner. Das bisschen, was noch irgendwie was an Körnern enthielt, ist da drauf. Zumindest der erste Teil. Und dann habe ich versucht, die nachzutrocknen. Das ist mir wahrscheinlich wieder der Sprit ausgewesen, deswegen musste ich schieben. Dann habe ich die auf so ein Gitter gelegt. Und gehofft, die würden trocknen. Aber jetzt ist die Luftfeuchtigkeit im Herbst ja nun doch relativ hoch. Und mit dem Trocknen, das ist nicht so einfach. Ein Blatt oder ein Kraut, irgend so ein Rosmarin oder dergleichen, können sie ja noch trocknen. Da ist nicht viel Blattmasse dran. Aber das sind ja nun ziemlich dicke Köpfe mit ziemlich viel Flüssigkeit drin. Das trocknet im Herbst nicht mehr so einfach. Ja, ja, so war das mit dem Sonnenblumenanbau. Ja, das die wollte ich Ihnen noch zeigen. Es wird immer weniger. Also ich kann mich ja des Eindrucks nicht erwehren, dass all die ich jetzt noch zu ernten hätte hier, vor zwei Tagen noch voll waren. Hier sind noch ein paar übrig hier. Der Rest ist weg. Hätte ich vielleicht auch so ernten können, wer weiß. Aber ich sagte ja, Pionierarbeit. Da muss man sich erstmal ranpassen. So hatte ich mir die eigentlich erwartet. Und jetzt kommt mir keiner mit, hättest du doch einen Strumpf drüber spannen sollen. Dann ist alles gut und schön. Wenn ich versuche, hier so ein bisschen Kerne anzubauen, um die wieder auszusäen, alles kein Problem. Aber wer glaubt, man könnte jetzt hier so 60, 70 Quadratmeter mit Strümpfen über die Blüten vor Vögeln schützen, also das halte ich für ein Gerücht, der Aufwand
ist viel zu groß. Es muss ja möglich sein, irgendwie diese Dinge anbauen zu können, ohne... Ach, leck mich doch. Ohne, dass die Vögel die wegfressen. Aber offensichtlich nicht. Es gibt ja so Momente, da zweifle ich echt dran. Hätten Sie gedacht, dass das so kompliziert ist? Also, dass ein Teil an die Tierchen geht. Damit habe ich mich ja arrangiert. Ob das nun Schnecken oder Wühlmäuse oder was auch immer sind. Ein Teil geht immer an die Tiere. Aber hier, 95%, das ist doch unglaublich. Jedenfalls kann man dran prima die Aggression auslassen. Was mich auch interessiert, es waren an einer, von jeder Pflanze waren immer eine große dran und dann eine ganze Reihe kleine daran. Hätte ich die wahrscheinlich abmachen müssen, die kleinen, weil da ist sowieso nie was drin, also ist verschwindend gering. Dann hätte ich vielleicht mehr Kraft in die Hauptblüte gegeben. Wie machen die das eigentlich bei den Großanbauern? Wie schaffen die das? Keine Ahnung. Aber ich muss sie nicht langweilen mit meinen Aggressionen hier. Ich zeige Ihnen, was ich damit jetzt weiter vorhab. Kommen Sie mal mit. Das Wetter gibt genau meine Stimmung wieder. Nieselregen. Ich kann Ihnen sagen, so als Hobby, möchte gern Selbstversorger, hat man es wirklich nicht leicht. Legen wir die noch zu den anderen hier. Die spärlichen Reste, die da noch drin sind. Ich habe keine Ahnung, was da für Piepmatze waren. Jedenfalls waren nicht viele. Sehr viele. Dabei hatte ich mir das so schön vorgestellt. Meinen Sie, die trocknen hier? Also kommt jetzt der Herbst, wir sind mitten im Herbst, kommt der Winter, die trocknen niemals. Die fangen allerhöchstens an zu schimmeln. Also besser wäre es sicher gewesen, wenn die an der Pflanze ausgereift wären. Aber das geht nicht. Vor allen Dingen wäre es dann auch einfacher, die Körner da rauszukriegen, wenn das Ding knochentrocken ist. Dann könnten die so schön rausrubbeln. So, wenn die so weich sind hier, noch feucht sind, klappt das nicht. Nun gut. Sonnenblumenanbau in vergrößertem Stil. Also nicht nur so ein bisschen Saatgutgewinnung, Sonnenblumenanbau für Selbstversorger. Zweiter Teil. Ich hoffe, das hat Ihnen gefallen. Wenn Sie irgendeine Idee haben, die über Strumpf um die Blüte hinweggeht, wie man das irgendwie schützen kann, dann sagen Sie mir Bescheid. Hoffe ich, dass die ausreifen. Also zumindest keimfähig sind. Sie müssen ja keimfähig sein für diese Microgreens. Und dann sehen wir weiter. Ach, diese... Ach, vergessen Sie. Like-Button drücken, abonnieren, weiterempfehlen. Ihren nächsten Sonnenblumen-Einkauf über Öl-Einkauf über einen meiner Amazon-Links da unten. Jetzt, wo ich schon nicht selbst produzieren kann, muss ich mir ja kaufen. Ach, bis dann. Tschüss.